Hey Freunde, ich bin ja schon seit einiger Zeit in dieser Werkstatt hier und jetzt muss sich endlich mal wieder was ändern. Und zwar ist es heute der Hintergrund. Das wird jetzt quasi das Projekt für die nächsten Tage wahrscheinlich. Ich werde hier alles rausreißen und neu machen, damit das ein bisschen hübscher ist. So eine richtige hübsche YouTube-Show-Werkstatt wird das jetzt hier. Leg mal los! So Leute, die Ecke ist jetzt komplett leer und einigermaßen sauber gemacht. Die Kabelkanäle lasse ich hier dran, da werde ich tatsächlich drüber streichen, weil die auch schwarz werden sollen. Ah, jetzt habe ich schon was verraten. Es wird schwarz wie die Nacht oder mein T-Shirt. Leider hat das alles länger gedauert, als es jetzt hier im Video ausgeschaut hat. Aber so ist es halt mal. Das ist eben kein schnelles Projekt. Aber jetzt geht es auch schon weiter mit der Farbe. So einer der liebsten Momente vom Malern, weil ich hasse ja Malern, aber mein Lieblingsmoment ist wirklich, wenn man hier dieses Kreppband wieder abmacht und dann sieht das einfach so geil aus. Das, ja, wenn es ordentlich abgeht, naja, okay. Aber das ist wirklich, das wäre am liebsten. Gut, und das ist jetzt auch schon mein nächster Schritt. Ich mache jetzt überall dieses Kreppband ab und hoffe, dass es schön abgeht. Und dann werden wir die Wand wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen, aber in schöner. So Leute, ich habe jetzt hier für roundabout 400 Euro Eichenholzbohlen aus dem Baumarkt gekauft. Das sind 7 Stück. Und die schneide ich mir jetzt zurecht zu French Teat-Leisten. Und ich weiß, jetzt werden wieder einige in die Tastaturen an. Ah, ist ja viel zu teuer für die Werkstatt. Ah! Aber ich habe ja gesagt, das ist nichts, was jetzt wirklich für jedermanns Werkstatt ist, sondern das ist jetzt quasi für meine YouTube-Show-Werkstatt, dass für euch die Videos schöner ausschauen. Mit realistischer Heimwerkerwerkstatt hat das jetzt natürlich nichts zu tun, weil ich wäre niemals so bescheuert und würde mir aus Eichenholz French Teat-Leisten bauen, oder? Ja, eigentlich ist es schon geil, es ist schon hübsch, aber da muss man halt das nötige Kleingeld über haben. Bei mir läuft es natürlich von der Firmenkasse aus. Okay, schneiden wir die zurecht zu French Teat-Leisten und hoffen, dass das danach dann mega geil aussieht.
down in the dirt. So, ich habe jetzt inzwischen jede Menge wunderschöne Eiche-Massivholz-French-Gliedleisten vorbereitet. Ja, ihr hört richtig, das sind teure French-Gliedleisten, aber nichts zu teuer für Tepps Werkstatt. Und die machen wir jetzt einfach an die Wand, möglichst in einigermaßen gleichen Abständen. Ich montiere jetzt die French-Gliedleisten und da gehe ich wie folgt vor. Ich verarbeite mich von unten nach oben hoch. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die unterste Leiste ran. Leiste. Mit einer Schraube erstmal festschrauben. Aber genau die andere Schramm drauf, ich glaub's aber nicht. Jetzt kann ich hier quasi eine Wasserwaage drauflegen. Schau, dass das gerade ist, passt und schraub vorne an. Zum Schluss werden in der Mitte auch noch Schrauben gesetzt, aber das mache ich jetzt ganz zum Schluss. Und was ich jetzt mache, um mir das leichter zu machen, ich habe mir jetzt Abstandshalter gebaut. In meinem Fall jetzt hier einfach 18 cm. Könnt ihr auch weniger oder mehr machen, je nachdem, in welchem Maße ihr einfach die French-Gliedleisten auseinandersetzen wollt, wie viel ihr halt setzen wollt. Mehr Leisten, natürlich mehr Geld, ist klar. Und jetzt kann ich quasi die nächste Leiste mehr oder weniger einfach oben aufsetzen. Zack, und verschrauben. Und die sollte jetzt so auch wieder gerade sein. Das können wir natürlich schon immer ein bisschen kontrollieren. Nicht, dass sich das dann irgendwann immer schräger wird, aber im Großen und Ganzen funktioniert das so ganz gut, der Plan. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, kontrolliert trotzdem mit der Wasserwaage immer ein bisschen nach, weil wenn ihr hier immer so 1-2 mm Übertragungsfehler habt, dann überträgt sich das schon nach oben durch. Ja, und so arbeite ich mich jetzt einfach nach oben. Immer wieder die Leisten, eins hochsetzen und die nächste oben drauf. Ja, ich glaube, ich habe zu viel Abstand hier. Ich schneide die ein bisschen kürzer, mach's kürzer. Aber vom Prinzip her habt ihr jetzt gesehen, wie es funktioniert. So Leute, ich bin hier gerade an der Tischkreissäge und wollte noch ein paar French-Gliedleisten zurechtsägen. Und dann hat es mir oben so aus der Säge so rausgespratzt, die Späne. Dann dachte ich mir, jetzt gucke ich mal, was mit der Absaugung los ist. Und das ist mir wirklich noch nie passiert. Also wirklich, die ist knallvoll. Der Sack hier, der ist hart. Ich bin gespannt, ob ich den jetzt überhaupt noch rauskriege. Also es ist wirklich randvoll. Jetzt wäre es tatsächlich ja ganz schlau, wenn ich vielleicht gleich mal unten reinschaue. Ja, unten ist noch genug Platz. Da ist noch genug drin. Jetzt muss ich irgendwie den Sack da rauskriegen. Ekelhaft. Ah, das ist echt schon wieder so typisch. Die Absaugung ist voll. Dale, das Gottdumme. Keine Chance, den kriege ich nicht raus. So, zum Glück, ich habe noch ein paar bestellt. Weil ich verwende die eigentlich immer gern wieder, aber jetzt muss ich den aussaugen und dann rausholen. Wenn ich halt nur einmal früher dran denken würde, solche Dinger zu wechseln, genau wie den Sack hier, oh, den muss ich auch wechseln, dann hätte ich kein Problem, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ich mache jetzt einen neuen Sack rein, mache meine restlichen French-Gliedleisten an die Wand und dann sehen wir uns, wenn das fertig ist. Die French-Gliedleisten sind jetzt an der Wand und jetzt werden sie noch schöner gemacht. Ich mache jetzt ein bisschen Heliacare-Holzbalsam drauf. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Muah, fabelhaftes Bioprodukt. Und das ist jetzt super. Wir tauchen einfach ein bisschen ein und machen die Leisten jetzt noch schöner. Jetzt kommt so richtig schön die Maserung raus. Seht ihr, wie wunderschön das Holz jetzt wird. Und es ist mega einfach zum Auftragen. Und was noch ein Riesenvorteil ist, die Lappen sind im Nachhinein nicht selbstentzündlich. Also ihr müsst da keine Angst haben, dass euch bei diesen Lappen jetzt die Werkstatt abbrennt, weil die Lappen sich selbst entzünden. Weil da sind nämlich keine Zusatzstoffe drin. Das ist wirklich ein reines Bioprodukt. Schaut euch das an. Boah, jetzt wird's mega hübsch. Wahnsinn. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt angelangt, wo ich sage, es war es wert, hier Eichenholz hinzubauen. Mit Heliacare. Mit Heliacare, genau. Super. Und dann sagst du, dann kommt die Maserung richtig schön zur Geltung. Dann kommt die Maserung richtig schön zur Geltung. Genau. So Freunde, das ist jetzt mein neuer Hintergrund.
Ich möchte jetzt nach und nach die ganzen Halter alle in schön und in neu bauen, weil ich habe ja da ganz viele von den Halter einfach schnell zusammengeschustert, wie jetzt zum Beispiel den hier. Und die sollen alle vom Style eher so werden wie der hier, also wirklich in hübsch. Das werden nach und nach kleine Projekte werden. Das war jetzt ein großes Projekt, hat wirklich viel länger gedauert, als man hier im Video vielleicht denkt, für das, dass es wieder genauso hängt wie davor. Ich werde natürlich auch diese ganzen Sachen hier ein bisschen umarrangieren nach und nach und gucken, wie das dann auch hier für euch auf dem Bild schön aussieht. Das war es jetzt fürs heutige Video. Tut mir leid, dass nicht mehr passiert ist. Für mich ist sehr viel passiert, für euch relativ wenig. Aber manchmal ist es halt so. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da wird es wieder für euch auch mehr zu sehen geben, denke ich mal. Macht's gut. Servus.